So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir den Pantherpark abgeschlossen und das war auch wieder mal eine sehr schwierige Geburt für mich. Also ich glaube, drei Parks haben wir bis jetzt schon durchgespielt. Es war ja immer alles ein kleines bisschen schwierig für mich, aber ich hoffe, dass einfach jetzt, ich glaube, im Auge der Tiger dürfte es rein theoretisch sein. Oh Gott. Ich glaube, da komme ich zu dem Panda Zoo jetzt wieder zurück, ne? Beziehungsweise Panda Park. Ich glaube, ja. Also, es kann nur besser werden im nächsten Zoo, weil ich glaube, mehr Sachen kann man ja jetzt eventuell nicht beibringen. Na gut, man hat noch nicht so unbedingt diese ganze Marketingstrategie, ne? Da habe ich ja auch schon was gesehen, dass man da etwas machen kann, beziehungsweise auch Personal, Verwaltung und der ganze Spaß haben ja auch schon gesehen, dass teilweise einige Mitarbeiter unzufrieden gewesen sind mit dem Gehalt, mit der Arbeit an sich. Das könnte eventuell auch nochmal ein Thema werden. Achso, ja, weiter. Da können wir nochmal kurz gucken, damit ich auch mit beruhigtem Gewissen diesen Zoo verlassen kann. Sind die Tiere hier? Ach, hier. Hätte es sein können, die Krokodile sind nochmal durchgebrochen, haben die einfach alle gefressen. So. Ach, da schwimmt einer und da ist auch noch einer. Gehege. Gelände. Ja, dann keine Ahnung, dann gehen ins Wasser. Okay, gut, das haben wir nicht gesehen. Das heißt, sie möchten gerne wieder zurück, genau, ins Hauptmenü, genau, und werden jetzt den nächsten Zoo. Das müsste ja eigentlich im Auge der Tiger rein theoretisch sein. Eins, zwei, oder? Ich glaube Auge, nee, eins, zwei, drei. Ach so, wir haben sogar schon vier. Ach nee, Auge der Tiger. Genau, das ist der hier. Okay, also haben wir schon drei Zoos abgeschlossen. Im Auge der Tiger, Ahornblatt Wildtierpark. Der Standort des Ahornblatt Wildtierparks am Ufer des Candy Lake wurde aufgrund der atemberaubenden Ausblicke auf die umgebende Natur gewählt. Bernhard hat dir mit dieser Gelegenheit eine große Ehre erwiesen. Also revanchiere dich für sein Vertrauen und mache ihn stolz. Okay, ich versuche mein Glück. Nach deiner großartigen Arbeit in China habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Und leider auch eine schlechte. Die gute Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Krieg ich mal Die Geld? Schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Was? Dieses Nein. Mal wirst du außerdem Nein. auf dich allein gestellt sein. Nein. Nancy kann dir nicht mehr helfen. Nein. Aber sie wünscht dir viel Glück. Nein. Eigentlich ist es also eher eine gute, eine Nein. noch bessere und eine etwas schlechtere Neuigkeit. Das ist deine Chance, dich wirklich zu beweisen. Ich möchte aber mich nicht mehr beweisen. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Gehegen. Ich wünsche mir auch sehr Gäste, viel, die sie sich anschauen. Och, außerdem nein. sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und die Tiere natürlich ebenfalls. Oh, ach ja. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften. Ja, genau, das damit ist doch irgendwelche. Unsere wichtige Arbeit. Soll ich schon eine ausgestorbene Tierart. Damit dürftest retten, du erst einmal eine Weile beschäftigt Natur? Sein. Ich schaue dann später mal vorbei. Ja, mach Viel das. Glück. Gut, danke. Oh nein. Ich will, ja, ich will das aber nicht machen. Wie fange ich denn hier an? Oh, damit habe ich das gar nicht gerechnet. Hätte ich mal nur diese Folge ein bisschen aufgespart. Ja, gut, ne? Du brauchst eine Werkstatt. Ja. Ja, wo packe ich die denn jetzt am besten hin? Ich bin überfordert. Okay, vielleicht hätte ich... Moment, wir machen das mal hier ganz entspannt. Ich will ja eigentlich nicht, dass die Zoobesucher
meine Werkstatt sehen. Ach, ich muss in die Richtung beziehungsweise. Moment. Machen wir es mal hier hin. Cool, ich habe meine erste Werkstatt gebaut. Kann ich eigentlich auch die dann, warte mal, kann ich hier Copy and Paste? Ich bin da ja immer sehr effizient unterwegs, ne? So, mal hier bitte was hin, da noch was hin, ne? Damit es ja auch alles hier ein kleines bisschen schöner aussieht. Also es kostet mich ja auch Geld. Ja, na gut, das haben... Ach nee, verdammt. Kriege ich da auch wieder? Ja, kriege ich auch Geld wieder. Okay, gut. Okay. Kann ich das eigentlich auch kleiner machen? Ich glaube nicht, ne? So, okay. Kann man erstmal schön viel Geld für die Blumen ausgeben. Es braucht noch ein Forschungszentrum. Das könnten wir ja daneben so schön hin. Was mich auch mehr freuen würde, ist, wenn man so ein bisschen Hilfe bekommen würde, ob das so diagonal zueinander ist. Aber wir müssen erstmal gucken, welche Tiere wir denn hier überhaupt hinbringen können. Ah, da frage ich mich, wir haben jetzt im Auge der Tiger, müssen wir jetzt komplett einen Zoo aufbauen. Was sind denn noch die anderen? Ah ne, das haben die hier freigelassen. Okay, dann lassen wir das hier auch frei. Entschuldigung, dann muss ich mich leider wieder entfernen. So, okay. Ineffizienter. Ich brauche ja eigentlich auch noch Strom, oder? Jetzt ist ja die Frage, wie machen wir denn das alles? Wir gucken uns erstmal die Tiere an. Ach nee, Tierhandel müssen wir. So, da haben wir die Riesenschildkröte. Oh, amerikanischer Bison. Gut, blauer Pfau. Oh, wir nehmen auch Grizzlybären, ja. Katas, das ist auch niedlich. Leistenkrokodil. Oh, Nala, Hondo. Nee, Niala, okay. Oh, eine Rappenantilope. Und Schneeleopard. Wir machen auch einen Schneeleopard. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Affen ist jetzt nicht so meine Tier, die ich jetzt, also wo ich Hurra schreiben würde und sagen würde, ja, die möchte ich unbedingt gerne haben im Zoo. Also wäre ich echt für Schneeleopard. So, es ist halt die Frage... Wir haben ja hier eine kleine Wasserfläche, beziehungsweise haben wir hier oben auch nochmal eine Wasserfläche. Da könnten wir natürlich gucken, welche Tiere gerne Wasser mit haben möchten. Aber ich wäre eigentlich schon fast, dass wir hier auf diesem Gelände vielleicht die Grizzly und die Bisons erstmal hinbauen. Und da gucken wir es aber erstmal kurz an. Machen wir mal den amerikanischen Bison. So, potenziell gefährdet. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Gelände. Okay, die brauchen gar nichts. Die überhaupt mit... Oh, Gabelbock. Da können wir gleich noch den Gabelbock mit dort reinschmeißen. Ja, genau. Sehr schön. So, es ist halt die Sache. Hier könnten wir natürlich auch... Man könnte natürlich auch hier wie so eine kleine Imbissbude machen, wo wir hier noch ein paar Zäune hinbauen, wo die auf die Tiere mitgucken könnten, wenn das möglich ist. Aber ich will mal kurz noch schauen bei dem Grizzlybär. Nicht gefährdet, okay.
Aber Schneeleoparden müssten doch ein theoretisch gefährdet sein, ne? Schnell, genau. Schneeleopard. Gefährdet. Okay, also wir nehmen Schneeleopard und auf jeden Fall die Bisons. Und haben einen kleinen Gabelbock. Und die Schneeleoparden könnten wir ja rein theoretisch hier. Ich habe halt das Gefühl, dass ich ziemlich viel Gehege für die Tiere immer einplane, obwohl die eigentlich gar nicht so viel brauchen. So, jetzt müssen wir aber mal kurz gucken. Wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal einen Weg. Ich möchte aber gerne, dass die. Ein Baum brennt ja nicht unbedingt. Ich möchte gern irgendwas Naturmäßiges schon haben. Genau sowas hätte ich gerne. Nichts gemacht. Ah! Oh, ich habe jetzt was entdeckt. Oder Moment, warte mal. Wir machen das mal ganz an. Nee, ich möchte das gerne ein bisschen. Kann ich das nicht noch mal höher machen? In die Richtung. Ich hätte es ja gerne in die Richtung so gemacht. Ne? Wisst ihr, dass wir das einfach hier hoch machen? Aber irgendwie möchte das nicht so, wie ich das gerne möchte. Obwohl, wir können es auch so machen. Ja, Vito spricht Gelände in der Nähe. Kann ich das Gelände hier absenken? Nein. Oh, verdammt, das wäre aber so eine gute Idee gewesen. Aus dem Weg löschen. Aber ich kann ja eventuell. Das wäre halt echt cool gewesen, ne? Aber das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. So. So, aber ich möchte das gerne. So. Könnten wir natürlich auch rein theoretisch hier noch was hinbauen, wie so eine kleine, wie so ein, wie heißt denn das jetzt? Oder was so eine Gaststätte, ist was in der Richtung, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie wir das am besten dann machen. So, da haben wir hier und da könnten wir rein theoretisch, wir fangen erstmal ganz klein an. Dass wir hier dann nochmal wie so einen kleinen Weg machen. Ah, nicht hier, nee, nicht hier, sondern. Machen wir einfach auch hier noch so einen kleinen Gehegeweg, ne? So, und rein theoretisch müsste das ja ausreichend sein für die Bisons, ne? Würde ich sagen. Oder? Beziehungsweise machen wir das mal kurz weg hier. Weg, weg, entferne. Achso, ich muss ja wirklich weg löschen. Ich dachte, okay. So, jetzt gucken wir mal kurz bei den Bisons. Brauchen die jetzt irgend.
Na gut, die können ja eigentlich nicht so hoch springen, ne? Die haben auch keine Kletteranforderung, beziehungsweise. Aber Moment, ich kann doch rein theoretisch jetzt schon mal jemanden einstellen, der für meine Bisons was forscht. Mitarbeiter. Ah, verdammt. Okay, wie stehe ich denn nochmal? Brauche ich einen Tierarzt? Brauche ich ja eigentlich. Doch, ich brauche Tierärzte. Okay. So. Kann ich eigentlich die schon? Nein. Aber ich kann die ja schon mal, was Krankheiten anbelangt, dort reinstellen. Steht es hier irgendwo da, welche Krankheiten die haben? Steht hier, glaube ich, nicht da, ne? Gruppengröße 3 bis 15. Hat jetzt die Frage, kann ich das irgendwie suchen? Nee, ne? Wie war das jetzt hier? So, zack, hat die Watte. Obwohl, die hat auch gar nichts zu tun, weil. Es gibt doch keine Pisums. Aber ich will fast sagen, vielleicht ist auch das Gelände. Ich werde vielleicht erstmal das Gehege errichten. So. So wäre ich für Holzstämme, ne? Dann machen wir. So, Länge ein bisschen weniger. So bis hierhin und dann hat man vielleicht noch wie so einen kleinen Ausblick, ne? Wo man die Tiere beobachten kann. So, Wasser brauchen die ja nicht, ne? So, jetzt kann ich das ja wieder hier richtig schön lang ziehen. Ich glaube, ich habe. Machen wir das nochmal so. So, ne? Ist weiß nicht ganz gerade so, wie das war mein geübtes Auge gerne. Achso, das war übelst schräg hier. Moment! Achso, das geht nicht anders, weil das hier andockt. Moment! So und dann so, und es ist trotzdem noch ein bisschen. Naja, egal. Okay, so, hölzerner Eingang haben wir dann hier. So, dann können wir hier den Mitarbeiter rein. Und dann kann man nämlich hier den Mitarbeiter, obwohl, warte mal, was ist denn hier? Ist hier der Mitarbeiterraum? Obwohl, die müssen halt dann irgendwie voll. Tierspraxis, hier müssen Tierpflegerhütte, kleinen Quarantänebereich, okay. Dann machen wir es einfach jetzt mal so. Mitarbeitereinrichtung.
Machen wir das so hier und dann brauchen wir ja noch. Wo war denn das? Genau, Betriebsmitteltransformator. Egal, huch. Den kann ich wohl gar nicht. Machen wir es einfach mal so hier. Weg, bitte. Weg. Weg. Nee, ich möchte Weg löschen. Ach so, Moment. So, rein theoretisch müssten die mal weniger dann. Das ist ja doof. Warum kann ich die denn nicht hier irgendwie ausrichten? Okay, das sieht dann richtig doof aus, aber okay, wenn sich das jetzt nicht ändern. Weg. Löschen, so. Kann ich keinen breiteren Weg. Moment, machen wir das so. Ach, sag mir jetzt nicht, ich kann. So. Ich möchte gerne den hier dorthin. Also ich muss sagen, bei diesem ganzen Transformator bin ich noch nicht ganz so schlau geworden. Mal gucken. Stromquelle nicht zugänglich. Ja, wenn das mit den doofen Wegen nicht so doof wäre. Ich habe das gerade. Moment, ich habe das doch gerade. Gerade eben habe ich das doch gesehen. Jetzt. Ah. Das sieht zwar richtig bescheiden aus, aber irgendwie geht das nicht anders. So. Wir haben 72.000. Okay. Hier könnten wir rein theoretisch faul hin. Platzieren. Es ist auch die Frage, inwieweit wir da jetzt eventuell schon die ersten Tiere bzw. wann wir den Zoo eröffnen. Nochmal hier 360, wir sparen mal jetzt nicht am. So, obwohl da können wir noch welche reingucken, egal. Klein, groß. So.
vorne noch ein bisschen was. Genau. Mal hier einen Wassertrog hinmachen und dann noch einen großen Futtertrog. Genau, so, was haben wir denn jetzt noch? Heizkörper, das müssen wir halt dann mal gucken. Okay, und so ein Gabelbock. Ach, die brauchen wohl keine. Achso, das ist ja eh Klettern. Nee. Okay. Dann halt nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann soll es so sein. Okay, so, Futter. Gut, ein Spielzeug brauchen die nicht. Halt mit dem Gelände wird es so ein bisschen schwierig werden. Dann ist die Frage. Würde ich dann eventuell machen, wenn die dann da sind, dass wir dann einfach gucken, welche. Was ist das, was habe ich denn das für eine Breite? Kann ich eigentlich eine Ausrichtung machen? Das ist alles so wie bei den. Wie heißt das? Wie bei dem Affengehege, da war das ja auch so schön. Aber gibt es anscheinend nicht. Gut, dann machen wir das mal ganz anders. Machen wir es jetzt mal so. Ach nee, 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 Quatsch, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte. Machen wir einfach mal eine schöne Runde rum. Achso, geht es immer wieder höher, oder? So. Könnten wir nämlich hier auch noch mal ein weiteres Gehege machen. Das sieht zwar jetzt richtig bescheiden aus, aber naja. Okay, da können wir hier nämlich schon was Kleines machen. Nämlich ein. Ah, da brauchen wir einen Transformator, ne? Oh, verdammt. Moment, jetzt gucken wir mal kurz. Transformator, wie groß bist du? Wasserversorgung ist auch genauso gleich, okay. Alles klar, habe ich verstanden. Ja, machen wir trotzdem, wir machen es einfach trotzdem so. Machen wir erstmal hier die Toiletten in klein. Beziehungsweise soll das eigentlich mehr oder weniger im Imbissladen sein, so. Da haben wir, dann haben wir eigentlich irgendwelche Sitzmöglichkeiten. Das so. Getränkeladen. Beziehungsweise machen wir das einfach mal, ne, nicht Infoshop, sondern Souvenir, genau, ne, dass sich hier schon gleich ein paar Souvenirs abstauben. Und dann daneben hier den Getränkeladen.
Das ist ein Gästespawner, nicht genügend Geld. 150.000 und ein Gästespawner. Okay, nee, Restaurant machen wir nicht. Hier noch einen Geldautomaten für den Fall der Fälle, dass die noch nicht genügend Geld haben. Ach nee, okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir es erhofft hatte. Hä? Das ist ein bisschen doof, ne? Wenn die hier nicht das Geld abheben können. Okay, gut, dann machen wir es einfach jetzt mal noch so. Machen wir noch ein paar Wege hin. Beziehungsweise Warteschlange. Nee, nein, nein. Ah, okay, das war doof, doof, doof. Oder? Nee. Steht da eine Person, die will ich nicht bezahlen. Mach einfach einen normalen Weg wieder. Ich möchte halt... dass man einfach eine große Fläche hat. Einfach eine ganz große Fläche. Das will ich eigentlich nur. So, und das Problem ist, jetzt kann ich das nur so machen. So. Und das sieht ja halt richtig doof aus. So. Warum zum Geier ist denn das jetzt wieder blockiert? Durch Wasser. Das sieht ja richtig doof aus mit dem Huckel. Moment, Moment. Na, ja, wir hatten es doch gleich. Ja, genau so. Ne, haben die nochmal eine halbwegs schöne Sicht auf das Wasser mit einem kleinen Knick in der Optik, aber das ist egal. So, brauchen wir aber noch. Ach, das sieht so doof aus. Durch Wasserfläche. Die Wasserfläche, die will mich hier ein bisschen... ja. Nee, ich will das in die andere Richtung haben. Verdammt nochmal. Ach, ich komme mit diesen Wegen einfach nicht... ich finde es irgend... was ist denn jetzt hier? Ein bisschen sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr, wie soll ich sagen, so. Oh, was für eine Geburt. Also es war in meiner Vorstellung schöner. Aber meine Möglichkeiten sind ja begrenzt, beziehungsweise habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie ich halt wirklich so eine komplette Fläche machen kann.
Okay, mach's mal anders, weil ich das jetzt nicht wieder zurückkriege. So. Okay, so. So, jetzt tun wir noch ein paar Toiletten mit rein. Nicht Gehegeeinrichtung. Toiletten sind mal ganz wichtig. So, hier kurz gucken. Hier noch was hin. So, dann hier. Hier noch was hin und noch Mülleimer brauchen wir ja auch. Genau. Beziehungsweise brauchen wir ja auch noch Bänke zum Hinsetzen. So, hier die Mülleimer können wir hier und hier hin. So, Bänke. So, ne, schön in die Toilette, ne, falls jemand warten muss, ne, bis der andere fertig ist. So und so. Nochmal kurz Mülleimer daneben stellen, ne, das ist Picknickbänke. Die könnten wir hier oben dann hinstellen, ne? So, Restaurants bzw. Restauranttisch bunt. Gästebarriere. Okay. Brauchst du als Kamera? Ist nicht, braucht man das unbedingt? Wollte ich fast schon nicht sagen, oder? So, wir haben. Gut, Finanzen brauchen wir noch. Die Finanzen jetzt hinstellen. Hier hin. Schön nebeneinander, damit die auch immer alle dann die Geheimzahl abgucken können. Voneinander. Falls man da nicht genügend Geld drauf hat. Was ist das? Oder warte mal, machen wir es vielleicht anders. Wir brauchen halt noch einen Weg für den Generator, ne? Oh, das wird auch wieder eine Herausforderung werden. Oh, hab ich ja schon keine Lust auf diesen Generator, nicht? Och, wenn ich. So, gucken wir mal, was kommt denn jetzt für eine Meldung? Kein Strom, ach wirklich, Tatsache. Gut, das braucht ja Wasser, ne? Hat man hier vielleicht Baupläne? Was gibt's denn hier? Achso, das sind einfach nur diese festen Sachen. Meine Baupläne, die im Workshop vorgefertigt, habe ich noch keine. Ist halt richtig doof, dass ich diesen Generator nicht anders einstellen kann. Von was wird denn der blockiert? Obwohl, ich kann den schon drehen, aber irgendwie.
Da habe ich die ganze Zeit was Falsches gedrückt. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich fatal. Ach so. Nein! Oh, nee. Ah, hier rein, genau. So. Ich möchte gerne das ganze. Das ganze Gebäude möchte ich gerne jetzt mal. Oh, ist das. Ja, jetzt. So, Einrichtungen. Was hatten wir? Wir hatten. Wo waren denn jetzt die Toiletten? Toiletten. Wo waren die Toiletten? Hier waren die Toiletten. Wir nehmen mal nur die kleinen Toiletten hier, ne? So. Das ist auch doof, weil. Oder warte mal, geht das so? Die sehen ja eigentlich diese Einrichten auch nicht so gerne, ne? Oh. Oder warum müssen wir unbedingt Toilette? Wir machen hier keine Toilette hin. Haben sie jetzt Pech gehabt, müssen sie halt ein bisschen anhalten. Und machen jetzt einfach hier den Transformator hin. Betriebsmittel, genau. Sieht zwar echt bescheiden aus, aber. So, damit das nicht ganz so auffällt, tun wir die noch ein kleines bisschen verstecken. So, haben wir hier noch irgendwelche anderen Bäume, die dazu passen? Nee, ne? Garten. Oh. Die sehen schön aus. Kann man denn, warte mal, kann man hier. Also wenn man hier lackig ist, dann hat man ja ein Pech gehabt. Zack, damit es auch alles ein kleines bisschen schöner aussieht. So. Okay, alles klar, da haben wir ja erstmal mehr oder weniger alles. Zum Moment. Oh Gott, die Folge ist ja schon ewig lang. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal hier an der Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir es hier weiter austoben in unserem eigenen Zoo. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.